Mit 14 bin ich selber kriminell geworden und war an etlichen Überfällen beteiligt. Ich brauche mich nicht zu verstecken im Gegensatz zu dir. Ja, guck dich mal an, Bratze. The thousands of workmen, of course. Das ist ja teilweise auch eine Form von Kreativität dabei. Die entwickeln ganz eigene Sprünge, die es vorher so nie gab. Irgendwann hat man eben eine Kompetenz erreicht, eine Fertigkeit erreicht, etwas ganz Eigenes zu stylen an Bewegungen, was es vorher nie gab. Und das können Sie bei den meisten normierten Sportformen überhaupt nicht. Sie können zwar Tennis perfektionieren, was Schläge betrifft, aber das sind nie andere Schläge. Das ist sozusagen wie beim Schach. Im Prinzip gibt es unendlich viele Konstellationen. Und so habe ich das Gefühl, ist es hier auch beim Skaten. Es gibt unendlich viele Konstellationen. Und so, und ich mache es von meinem Können abhängig, wie weit ich gehen kann und wo Schluss ist. Bei Hochleistungssportlern gibt es das auch. Dass sie sagen, das ist die totale Fokussierung auf das, was ich mache. Das passiert ihnen, also nicht mal bei sechs. Selbst bei gutem nicht. Also, dass sie so fokussiert sind, dass sie nichts mehr anderes wahrnehmen. Das Ganze, sozusagen die ganze Person ist fokussiert auf eine Bewegung. Ne? Auf den Flug zum Beispiel, ne? Oder auf bestimmte Figuren. Also das war so im Flow halt auch beschrieben wird. Das ist so das Emotionale, das Körperliche, das wird wie eine Einheit. Wir leben heute. Wir waren gestern und werden auch morgen wieder umgeben sein von einer unfassbaren Vielfalt. Eine Vielfalt von Problemen und Bedrohungen, aber auch eine Vielfalt von Lösungen und Lichtblicken umgibt uns. Der Mensch, beherrscht von einer Vielzahl von Eindrücken auf der Suche nach einem Weg aus der Verwirrung, handelt meist unbefangen, um instinktiv am Geschehen mitzuwirken. Alle sozialen Schichten tragen zur derzeitigen Gesellschaft bei, was zwangsläufig zu Konflikten führen muss. Konflikte zwischen Reich und Arm sowie Konflikte zwischen Jung und Alt gehören zur Tagesordnung. Streit um Geld, Streit um Lebensraum, der uns und unseren Kindern genommen wird. Ist es richtig, Kindern und Eltern allein die Schuld am Versagen zu geben? Und ist es verwunderlich oder gar negativ zu verurteilen, dass Kinder und Jugendliche ihre Kraft, ihre Energie, ihre Kreativität, sogar ihr Selbstbewusstsein aus Aktivitäten ziehen, die für die letzten Generationen nur schwer nachzuvollziehen und meistens noch schwerer zu akzeptieren sind? Sie laufen nachts auf Bahnhöfe und sprühen Züge an. Tagsüber sieht man sie in öffentlichen Passagen, während sie seltsame Verrenkungen machen und versuchen, sich auf den Kopf zu drehen. Und jeder kennt die kleinen Grüppchen mit den rollenden Brettern, die auf den Straßen und Plätzen der Stadt unterwegs sind und sich und allen Generationen ihr Können unter Beweis stellen. Und das alles nur, um zu zeigen, hier sind wir. Denn wir sind die Jugend von heute, wir sind der Schlüssel zum Morgen. Thank you.
auf dem Treppenstein. Das kann sich nicht vorstellen. Wie schwer es ist, so präzise Bewegungsabläufe zu trainieren. Vielleicht ist dieser Sport doch genau deshalb nie so populär geworden wie Fußball. Zum Glück. Flow, weißt du, Flow beim Skaten, beim Hip-Hop, beim Graffiti, du kriegst irgendwann ein tiefgreifendes Gefühl für die Materie und das kommt halt gut von alleine.